Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder beim Käfer. Ich war heute schon auf einem Schrottplatz. Eventuell blende ich ein paar Bilder ein, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall mega cool, der hat sau viele geile Autos. Mal sehen, ob er ein paar Käferteile für mich auch hat. Hat er ja jetzt direkt nicht. Jetzt habe ich angefangen, die Blechteile der Gebläsehaube zu bearbeiten und mit Brunox einzulassen. Der Motor steht mittlerweile auch schon hier. Ziemlich geil. Ja, hier ist dieser Nockenwellendeckel. Der ist innen leider schon ein bisschen rostig. Ich hoffe, der wird dicht, sonst werde ich das mit Dichtpaste einschmieren. Jo, so sieht das aus. Außen auch schon geschliffen und mit Brunox bearbeitet. Weiters ist hier ein Patient. Also, das ist das Auto von meiner Cousine, die kennen wir ja schon. Die hatte hier hinten einen Rostfleck, den habe ich jetzt weggearbeitet, natürlich auch mit Brunox bearbeitet, grundiert und lackiert schon mal ein wenig. Da kommen jetzt noch ein, zwei Lackschichten drauf. Es ist nicht genau mittig, das Emblem ist irgendwo hier, aber ich dachte mir, bevor ich jetzt alles schwarz mache, mache ich nur so ein Stückchen schwarz. Und wenn ihr das nicht gefällt, lackieren wir halt die ganze Blende hier unten in schwarz. Man sieht es halt von außen sowieso gar nicht, also das ist nur, wenn man aufmacht, sieht man das halt. Jo, ziemlich geil. Es geht halbwegs was voran. Ziemlich nice. Bis später. So, ich habe jetzt die Nockenwellendeckeln hier lackiert und montiert. Auf beiden Seiten. Ziemlich geil. Sobald der Motor drinnen hängt, wird die ganze Motorverblechung gemacht. Und dann geht es richtig ab, Alter. So, ich bearbeite immer noch Bleche. Man sieht es ganz gut, denke ich. Alles schleifen, alles polieren, blanken, keine Ahnung. Hier war es ziemlich dellig. Hier habe ich auch noch eine Welle. Die bekomme ich jetzt so nicht raus, ist aber ziemlich egal. Ist auch noch eine kleine Delle. Ist alles nicht so tragisch. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt ein Loch. Das sieht ziemlich selbst geschnitzt aus. Keine Ahnung, was da drin war. Ich werde das jetzt zuschweißen. Ich habe mir Bilder angesehen von anderen 30 PS Motoren und die haben hier kein Loch. Also ja, das werde ich jetzt hier zuschweißen und jo, dann alles entfetten mit Brunox versiegeln und lackieren. Ihr kennt den ganzen Blödsinn und dann geht's weiter. Sehr geil. Okay Leute, ich bin jetzt bei der Gebläsehaube. Wie man sieht, ist hier jetzt schon so ein Eck ziemlich weggegammelt. Das Blech scheint aber noch relativ gut zu sein hier. Nur das da ist weg. Jetzt habe ich mir hier so ein Reparaturblech gebaut. Jo, das passt jetzt eigentlich recht gut hier hinten hin. Jo, ein bisschen anpassen muss ich es noch. Ich habe hier mal die Ecke umgebördelt. Jo, das passt noch nicht 100%. Das muss ich noch ein bisschen anpassen. Und dann ist das alles geil und ich freue mich. Mega cool. Yay. So Leute, diese Ecke ist fertig. Ein bisschen dremeln werde ich noch wahrscheinlich. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir die ganze Ecke neu gemacht. jo. Das Ganze kommt dann so hier hinten drauf. Weiß ich nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich habe gerade probeweise die Zylinderverkleidungen auch draufgegeben. Jo, so sieht das dann aus. So Leute, ich habe mir jetzt hier schon mal das Blech ausgeschnitten für das nächste Teil. das ist das Vorderteil 1 und 2 von den Zylinderblechen. So sieht das dann nachher aus, wenn es keine 1000 Löcher mehr hat. Hoffe ich zumindest. Genau. So sieht die Schablone jetzt aus. Jetzt werde ich mir zuerst mal diese Ecken hier umbiegen. Also die habe ich ja auch schon angezeichnet, wo die hinkommen ungefähr. Hinten sind Ecken umgebogen zum Anschweißen später. Und jo, ziemlich geil. Genau. Die Teile weiß ich noch nicht genau, wie ich die rausbiege aus dem Ganzen. Werden wir aber auch irgendwie schaffen. Ansonsten schneide ich mir einfach aus dem Blech dann das aus, biege mir die extra und schweiße die dann hier rauf. Ist auch kein Problem. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich denken, ich bin der größte Pfuscher, aber das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Irgendwelche Bleche basteln. So Leute, es ist 7:30 Uhr. Irgendwie ist das nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde mir diese zwei Bleche, denke ich mal, neu bestellen. Leider passen die neuen nicht so schön, deswegen wollte ich das jetzt selber machen. Ja,
diese Vertiefungen und so. Ich habe diese Vertiefungen schon gemacht und so, aber ja, irgendwie wird das nicht ganz so schön. mal sehen. Es ist ziemlich spät, vielleicht mache ich morgen weiter. Ich werde das Blech einfach mal fertig bohren und dann werde ich mir ansehen, ob das okay ist oder nicht, ob das gut aussieht. Wenn es gut aussieht, lasse ich es vielleicht, aber irgendwie gerade gefällt es mir nicht so gut. Hier habe ich was ausprobiert, hier sind kleine Löcher gewesen. Und da hat mir mal jemand erzählt, wenn man Kupfer hinter das Blech legt, kann man jedes Loch zuschweißen. Und tatsächlich, es funktioniert wirklich. Also wenn man ein Rostloch hat, hinten Kupfer beilegt, dann kann man da schweißen, wie man will, man wird nicht durchfahren. Das ist ziemlich geil, hat ziemlich gut funktioniert. Jo, jetzt werde ich zusammenräumen und dann lasse ich es für heute gut sein. So Leute, ich habe jetzt das Ausrücklager getauscht. Das ist eine ziemliche Aufgabe, wenn man sowas noch nie getan hat. Also für mich zumindest war das jetzt schon ein wenig eine Aufgabe. Das sind hier zwei so Spangen, die das Ganze halten. Die waren zu lange, also die von dem neuen Lager waren zu lange. Die habe ich jetzt ein bisschen gekürzt. Jo, so sieht das aus. Ist noch ein bisschen schwergängig, das werde ich dann nachher noch ein wenig schmieren. Jetzt habe ich hier den Simmering eingebaut, auf den habe ich auch schon eine Zeit gewartet. Bei dem Jürgen Linse Video, der macht ja einen neueren Motor, geht dieser Simmering ganz nach innen. In meinem Fall mit dem Motor steht der Simmering jetzt aber schon hinten an, also der kann nicht weiter. Der sitzt jetzt hier, man sieht es mit einem Millimeter nach außen. Genau, und diese... Jo, und die Lippe von dem Simmering sollte dann eigentlich hier in dieser Nut hier innen liegen. Da ist noch ein bisschen Rost drin, den werde ich noch wegpolieren. Ja, sollte eigentlich hier drinnen liegen, das ist hübsch ungefähr auf derselben Höhe wie hier, wo er dann hier aufliegt. Also das sollte eigentlich so passen. Für hier drinnen gibt es noch eine Dichtung, die werde ich auch einkleben. Ziemlich geil, dann ist das hoffentlich alles dicht und dann werde ich den Motor reinhängen, saugeil. So, die Kupplung ist drin. Jetzt werde ich mir Schrauben suchen, die hier genau reinpassen. Dann wird das Ding reingehängt und dann sehen wir uns wieder. Also ich habe jetzt hier einen Wagenheber und ein Stückchen Holz. Da werde ich jetzt den Motorblock raufheben, das anheben und probieren, ob ich den irgendwie alleine reinbringe. Saugeil. So, der Motor ist jetzt zwar nur mit einer Schraube gesichert, aber sieh dir das mal an. Geil, geil. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe, aber ich kann ihn noch easy drehen. Das Getriebe dreht mit. Saugeil. Sieh dir das an, geil. Übrigens habe ich gestern nach diesen Verkleidungsteilen gesucht. Jo, die gibt's einfach nicht. Also es gibt schon welche für 1200er, aber die haben diese Dinger hier nicht. Ja, ziemlich scheiße. Hilft nicht, ich werde jetzt mit dieser selber geschusterten Ding noch weiter probieren. Eventuell bekomme ich das noch ein bisschen besser hin, dass es besser passt und dann ist alles gut. Jo, dann lasse ich das halt so, bis ich vielleicht irgendwann gute finde oder irgendwo Repro von denen. Aber wie gesagt, wandern will ich schon, dass das relativ wie original ist. Also auch diese zylindrischen Dinge da sollen dabei sein. Jo, genau, so sieht das aus.
So Leute, bei mir sieht es schon wieder aus wie in so einem Puppenhaus. Überall hängen frisch mit Brunox eingelassene Teile rum. Die Gebläsehaube habe ich lackiert. Die Gebläsehaube. Ja, man sieht es in den Spiegelungen. Das Brunox-Zeug, das verrinnt sehr gerne. Das habe ich aber vorher nicht gesehen. Und ja, jetzt werde ich das wahrscheinlich nochmal schleifen und nochmal lackieren. Jo, im Großen und Ganzen sieht es schon ziemlich geil aus. Und es ist schon wieder sehr kalt, der Lack reißt. Jo, ist schon wieder alles scheiße, weil es einfach kalt ist. Ja, also ich hoffe, dass ich bekomme das Gebläsezeug noch lackiert. Und dann war es mit dem Lackieren, denke ich, für dieses Jahr. Zumindest bei mir. Jo, so sieht's aus. Jetzt geht's weiter. So, ich habe jetzt die die Überhitzungsdingens da eingebaut. Da muss ich mir noch ansehen, wie genau man das dann einstellt. Ist aber eigentlich ein ziemlich witziges Ding. Das hängt hier einfach hier im Motorgehäuse. Über so einen Umlenkstab quasi hier durch den Zylinderkopf. Und da unten ist dann einfach so ein Thermostat-Dingens. Ziemlich witzig. Jo, so sieht das aus. Hier eine Feder. Die Feder hängt dann hier auf dem Gebläsekasten einfach. Da habe ich schon geschaut, ob ich das richtig gebaut habe. Und das sieht man jetzt hier. Oh, hier. Ganz gut. Hier ist eine Vertiefung und da liegt die Feder immer. Also, jo, ziemlich witziges System, finde ich. Jo, mega geil. So Leute, Stunden später. Das sieht jetzt alles mega scheiße aus. Das muss ich alles noch schleifen und so. Und das sieht auch noch nicht so gut aus. Das werde ich noch rund trämeln hier. Ja, ich habe mir jetzt selber das Ding gebaut, da ich es nicht in neu gefunden habe. Und in gebraucht jetzt auch nicht so schnell auf die Schnelle. Jetzt habe ich mir das einfach mal gebaut, das Zylinder 1 und 2. Jo, keine Ahnung, ich werde das jetzt mal alles verschleifen. Die ganzen Schweißpunkte hier, damit alles wieder halbwegs vernünftig aussieht. Und eventuell finde ich ja irgendwann so ein Teil in gut gebraucht oder so. Von mir aus auch ein bisschen rostig, aber das war definitiv nicht mehr okay. Ich kann es nochmal zeigen, ich habe es im Video schon mal gezeigt, aber jo, also das war Schweizer Käse, das Blech, das ist nichts mehr gut. Ja, jetzt habe ich mir, wie gesagt, das Ding hier selber gebaut. Jo, das ist nicht so ganz so geil und ja, es ist alles nicht so geil, ich weiß schon. Aber ja, was soll ich machen, ich habe nichts Besseres. Und bevor ich mir da diesen Nachbauscheiß einbaue, der sowieso nicht passt, weil die Nachbauteile haben diese Dinger hier nicht, also die passen sowieso nicht, bevor ich mir das antue, dann auf die neuen das darauf schwärzen und so, nee, also da baue ich lieber alles selber. Genau, so sieht das aus, mega scheiße, ich weiß, aber die Flex wird schon richten, saugeil, jo. Ich mache jetzt weiter, recht viel Zeit habe ich leider nicht mehr. Ob ich dieses Wochenende überhaupt noch irgendwo dazukomme, weiß ich noch nicht. Mal sehen. So geil. Ich habe jetzt eine Seite der Verblechung schon zusammengebaut. Sieht, finde ich, mega fett aus. So geil. So sieht das aus, ja. Ziemlich geil. Das waren die guten Bleche. Ja, es ist leider, wie ich schon gesagt habe, zu kalt zu lackieren. Und jetzt hat sich da überall so der Roststaub auch noch reingefressen und so. Ja, das ist alles nicht so geil. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal zerlegen. Wahrscheinlich im Frühjahr und alles nochmal neu lackieren. So, das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Grüße gehen raus an Matthias Werlberger. Der will mir gerade ziemlich viel helfen und so. Also lasst ihm gerne auch ein Abo da. Der baut auch irgendwelche Fahrzeuge. Jo, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.